Hey ho, heute machen wir an Ranchrack oder auch ein Schweinskarree. Und zwar ein 3-Edged Schweinekarree, 21 Tage am Knochen gereift, Ursprungsland Deutschland. Wo habe ich das her? Ich denke, das habe ich mal in der Metro mitgenommen. Das werden wir heute flach grillen. Also ein Schweinskarree flach gegrillt. Genau so nennen wir das Video. Jetzt gehen wir rüber. Da packe ich das Ding schnell aus und dann gucken wir uns das zusammen an. Da haben wir unser Schweinderl. Eine schöne Fettschicht oben drauf. Und ja, ich würde mal sagen, wir tun das nur salzen mit Meersalz und sonst nichts. Alles andere wird dann das Söschen machen, was unser Schatz mir nachher vorbereitet. Nee, nicht unser Schatz, was mein Schatz uns dann zubereitet. Das wird aber wahrscheinlich dann eher weniger im Video zu sehen sein. Aber ihr werdet dann das Ergebnis sehen und jetzt ist doch glatt mein Salz leer. Ich werde wahnsinnig. Also nicht nur normales Meersalz, sondern auch normales Salz. Egal. Blöd gelaufen. Einmal ringsrum eingesalzt und fertig. Ja, mehr machen wir schon nicht mit dem Teil. Und dann können wir auch schon rausgehen. Ich habe gesagt, flach grillen. Das heißt, wir gehen heute in die Grillkota wieder. So, dann gehen wir mal in die Grillkota. Angefeuert habe ich schon eine ganze Weile. Es lodert. Wunderbar. Schön mit Holz eingeheizt vorher. Und wir haben es, ja, 22 Grad hier herin. Wunderbar. Und jetzt werde ich noch was, erst einmal die Cam hinstellen. Und jetzt werde ich noch was ausprobieren. Und zwar mit meiner Werkstattfunzel. Ob man vielleicht dann, das Fleisch ein bisschen besser sehen kann. Das wucht man hier jetzt einfach mal drauf, sozusagen im indirekten Bereich. Ja, und dann drehen und wenden, wie wir lustig sind. Habe ich es jetzt eigentlich angeleuchtet einmal? Ja, drehen und wenden, wie wir lustig sind, bis es fertig ist. Kerntemperatur wieder irgendwas so gegen 75 Grad. So. Und dann können wir es auch schon mal wieder umdrehen. Jetzt legen wir es mal auf die Fettseite. Und man sieht schon, ich muss hier unten die Kohlen auch noch ein bisschen weiter weg tun. Aber so ein bisschen Röstaromen sind ja gerne gesehen. Vielleicht werde ich nachher, wenn ich unten alles weggeräumt habe, noch eine Auffangschale reintun. Kann leichter möglich sein. Nicht, dass wir da noch einen Fettbrand bekommen, einen großen. Und Leute, ich glaube, ich gehe und hole eine Fettschale, eine Auffangschale. Oh ja. Dann räumen wir hier unten gleich mal ein bisschen auf die Seite. Boah. Da brauche ich einen Handschuh. So, dann kommt die jetzt hier noch von der Seite. Ja, und dann hole ich meine Schale. So, Schale unten neu gewuchtet. Zusatzbeleuchtung wieder an. Sieht es auf der Seite aus? Ja, das wird, Leute, das wird
sehr, sehr geil. Ja, und nachher nochmal so rumdrehen, nochmal auf die Speckseite, Schwartenseite, Fettseite und ab und zu drehen und wenden. Man hätte jetzt hier die Knochen auch noch in Alufolie einwickeln können, aber das lasse ich weg, das darf ruhig mitgegrillt werden. Essen tut man es ja eh nicht. Ja, und so grillen wir das Stückchen jetzt, bis es fertig ist. So, jetzt habe ich auf die Schnelle noch links und rechts auch noch die Kohlen wieder reingezogen, neben die Schale. Ja, damit man das Stückchen von der Seite auch noch ein bisschen mehr Röstaromen drauf kriegen, ohne dass jetzt durch den Rauch, durch die Flammenentwicklung, dass es schwarz wird. Da brauchen wir halt jetzt ein bisschen, aber das kriegen wir auch noch hin. Wird schon werden. Und gehen mal auf die andere Seite rüber. Ja, so ist es halt mit Flachgrillen. So, Freunde, ich mache mal gerade wieder das Licht hier auch. Tja, ausschauen tut das ganze Stück mal hervorragend. Aber ich habe gerade Kerntemperatur gemessen und habe zuerst echt gedacht, mein Thermometer ist kaputt. Warum? Das Ding ist ja innen noch leicht gefroren. Ja, der war eingefroren, das Stückel. Und jetzt dauert es halt doch etwas länger, als ich gedacht hatte. Gedacht habe. Ja, hilft nichts. In Ruhe im indirekten Bereich weitergrillen. Ja, und vielleicht hole ich mal noch eine Schüssel oder irgendwas und stülp die drüber. Das ist die Idee, das mache ich jetzt noch. Da bin ich wieder. Und das Ding ist definitiv zu niedrig, zu klein. Ja. Naja, gut, dann nehme ich mal die Schale. Ja. Geht, passt, wackelt. Ja. Ja. So ist es halt mit der Flachgrillerei. Aber es funktioniert alles. Man muss bloß wollen und Lösungen finden. Ja. Habe ich jetzt gerade noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich schaue jetzt weiter YouTube-Videos an, auf dem Handy hier herin, während das Fleischstückchen, ja, noch ein bisschen auf dem Grill ausruht. Weiter geht's. Leute, Ewigkeiten später, die Schale kann man natürlich nicht mehr anlangen, die ist mittlerweile zu heiß. Jetzt schauen wir mal nach der KT wieder. Aber hier wird es so langsam. Oder auch nicht, je nachdem wie tief man reingeht. Ich werde wahnsinnig heute. Tja! Was? Schale noch drauflegen. Was lernen wir daraus? Lasst euer Fleisch ordentlich vorher auftauen und nicht so eine schnelle Aktion. Also, ja, sehr blöd gelaufen. Ein paar Stunden auftauen hätten dem Fleisch noch gut getan, aber muss es halt jetzt länger drauf liegen bleiben, bis es komplett gar ist. Warten wir es halt ab. Ja, Freunde, dann wollen wir zwischendrin mal wieder nachgucken. Irgendwann sollte es ja doch einmal fertig werden hier. Und was haben wir? Oh, 43 Grad. So langsam wird es ja. Ja. Low and slow, oder wie war das? So, meine Lieben. Stunden später, wieder mal im wahrsten Sinne des Wortes,
sollten wir jetzt eigentlich ziemlich unsere KT erreicht haben. Ja, sieht gut aus, zwischen 70 und 80 Grad. Und jetzt natürlich durch die Schüssel ist die Hautschicht nicht mehr ganz so knusprig. Und drum werden wir das ganze Teil. Ja, nochmal direkt über die Glut wuchten und nochmal kurz aufknuspern. Womit wir jetzt eigentlich schon gleich am Ziel angelangt sind. Jeha! Ja, wie ich es schon gesagt habe, wesentlich einfacher wäre es wahrscheinlich im Kugelgrill gegangen, am Brutzeln. Indirekter Bereich, Deckel geschlossen halten, fertig, aber ja, wir wollten es ja als Flachgrill Carré French Rack machen. Und Ergebnis sieht doch mal gut aus. Jetzt noch kurz aufknuspern und dann können wir rein gehen zum Essen. Ja, heute essen wir nicht heraußen. Wir haben den Zwerg da. Naja. Was gibt es denn dazu? Ich glaube, Schatz hat was von Bratkartoffeln gesagt. Da bin ich ja jetzt auch dran gespannt. Moment. Oh ja, knuspert schon auf. Wunderschön, wunderschön lecker. Aber jetzt wieder darüber, bevor wir dann reingehen. Ja, das sieht doch mal sehr gut aus. Aber ist noch nicht ganz knusprig. So Leute, aber bevor wir das Ding jetzt dann wirklich noch komplett schwarz wird, heruntergenommen und dann werde ich mich mal reinbegeben. Ja, gut. Wir sehen uns dann wieder drinnen zum Anschnitt. Da liegt jetzt unser Prachtexemplar. Leider habe ich es jetzt doch noch geschafft, dass die etwas dunkler geworden ist. Aber ja, es kann nicht immer alles so klappen, wie man sich gern wünscht. Ja, und wie ich es schon mal ein paar Mal jetzt gesagt habe, meine Empfehlung, lasst euer Fleisch komplett auftauen. Besonders wenn solche Brocken sind. Ja, da ist schon die Aufschneide-Expertin am Werk. Oh. Sieht das nicht gut aus? Schön taktik. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auf den Teller und essen. Lecker. So, irgendwie fehlt da jetzt die Soße, aber egal. Ich werde jetzt auch ohne Soße probieren. Wahrscheinlich hat Schatz gar keine gemacht. Kann das sein? Ich habe keine gemacht. Du hast keine gemacht. Okay, dann werde ich mir jetzt ein Stückchen abschnibbeln und kosten. Ein Probiererle. Ein Stern ist das. So, Freunde, dann kommen wir zum Probiererle mit dem Fleisch. Hängt ein Stück Kartoffel dran. Wo, wie gesagt, nur gesalzen ist und sehr, sehr lecker. Schatz, du hast gute Bratkartoffeln gemacht. Ja. Dann kann ich eigentlich das Video auch schon wieder beenden. Leute, also so ein French Rack, so ein Schweinekarree, kann man ohne Probleme auf dem Flachgrill machen oder in der Grillkota. Empfehlenswert ist halt, das vorher komplett
komplett auftauen zu lassen. Und wenn nicht, muss man sich halt zu helfen wissen. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Oma schneidet das Fleisch. Mach schon Fleisch ab.